Geliebte des Todes von Mickey Kidd. Prolog. Wenn ich gewusst hätte, dass es so enden würde, wäre ich zu Hause geblieben. Es ist fast wie Folter. Es wiederholte sich alle 2 Wochen. Genervt schaute ich aus dem Fenster. Mickey! Eine klare Mädchenstimme riss mich aus den Gedanken. Mickey Alexandra Michelson. Würdest du bitte meine Frage beantworten? Was? Verwirrt drehte ich den Kopf in die Richtung, aus der die Stimme kam, und schaute meiner besten Freundin Allison ins Gesicht. Blonde, dichte Haare fielen über die Schultern und ihre weichen Gesichtszüge verhärteten sich zu einem strengen Gesichtsausdruck. »Was hast du gefragt?« Verlegen blickte ich zur Seite. Kopfschüttelnd verdrehte sie die Augen. »Ich fragte, wie das Kleid aussieht.« Demonstrativ drehte sie sich im Kreis. Erst jetzt bemerkte ich, dass sie in einem pinken, knielangen Kleid steckte. Ich rümpfte die Nase. Hässlich. Okay, dann das hier? Sie nahm ein blaues Kleid aus Samt von einem der vielen Ständer. Es war fast wie das Pinke, nur eine dunkle Blume zog sich den Saum des Kleides nach oben. Ich ziehe es an. Schau dich doch etwas um, vielleicht findest du auch etwas für dich. Mit diesen Worten verschwand sie in der Umkleide. Da ich sowieso nichts zu tun hatte, stand ich auf und ging die Reihen der vielen Kleider und Röcke entlang. Der Laden war groß. Bestimmt war etwas Schönes dabei. Ich schaute mich um. Am anderen Ende des Ladens stach mir ein schwarzes, elegantes Kleid, das eines der Schaufensterpuppen anhatte, ins Auge. Es war ärmellos und saß oben eng an. Unten war es lang und weit geschnitten. Es hatte einen stilvollen Beinausschnitt. Es war wunderschön und ich steuerte darauf zu, als ich Schreie von draußen hörte. Die Verkäuferin, die hinter der Kasse stand, kam hinter der Theke hervor. Sie ging geradewegs zu einem der Schaufenster und ich folgte ihrem Beispiel. Draußen spielte sich eine Szene ab, die eigentlich aus einem Actionfilm stammen könnte. Ein Mann lief einem schwarzen Kombi hinterher. Mit einer Pistole feuerte er einige Schüsse ab. Die Heckscheibe zerbrach und eine der Schüsse schien sein Ziel gefunden zu haben, denn er ließ die Waffe sinken und rannte davon. Der Wagen geriet ins Schlingern und raste mit unkontrollierbarem Tempo auf den Laden zu. Zu spät realisierte ich, dass Allison genau im Weg stand. Das Auto raste durch die Glasscheibe und krachte mit einem ohrenbetäubenden Knall an die gegenüberliegende Wand, direkt in die Umkleiden, in der auch Allison sich umgezogen hatte. Der Rückstoß des Ganzen hob mich von den Füßen und ich landete auf einem Berg von Röcken. Eine Puppe fiel auf mich. Ich blieb kurz liegen, denn der Aufprall wurde zwar von den Röcken abgefangen, war aber dennoch hart. Ich schubste den Körper des Modells von mir herunter. Die Arme waren abgefallen. Glücklicherweise war sie aus Plastik. Sie wird es überleben. Benommen stand ich auf und schwankte noch etwas. »Ellie?« krächzte ich. »Alles okay?« Keine Antwort. »Allison?« Wieder kam keine Antwort zurück. Panik stieg in mir hoch. Schwankend lief ich auf das Auto zu, das Ellies Platz eingenommen hatte. Ich versuchte mir immer wieder einzureden, dass sie auf die Seite gesprungen war. Sie war sportlich, ihr ging es gut. Aber ich wusste, dass dem nicht so war. Trotzdem wollte ich es nicht wahrhaben, es nicht hinnehmen. Ich stand direkt vor dem Kombi, als ich die große Blutlache sah und eine einzelne blonde Strähne, die sich langsam rot färbte. Ich schrie. Immer wieder schrie ich ihren Namen und Schmerz überschwemmte mein Herz. Weinend und schluchzend brach ich zusammen, fühlte mich hilflos und hatte das Gefühl zu ertrinken. Ich weiß bis heute nicht, wie lange ich meinen Schmerz hingegeben habe. Aber irgendwann zerrte mich jemand von dort weg. Der Rest sind verblasste Erinnerungsfetzen.